Wir werden heute so lange Packs ziehen bis zum ersten Once to Watch. Ich werde ein Team um den Mann bauen und ich werde sein Trikot kaufen. Hoffentlich wird es nicht Adams Once to Watch. Aber so ein Leeds-Trikot wäre schon sehr, sehr cool, oder? Let's go, Jungs. Wir gehen rein ins Pack-Opening. 116.000 FIFA-Points sind auf der Uhr. Ich bin gespannt, wie schnell und ob wir überhaupt einen Once to Watch ziehen. Aber aus 116.000 FIFA-Points sollte das doch machbar sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was war in eurem garantierten Once to Watch-Pack. Und dann würde ich sagen, gebe ich jetzt hier Vollgas. Rein in ein weiteres Pack-Opening. Gegen Heroes und Icons habe ich übrigens auch nichts. EA, gönnt mir die gerne. Ja, das ist die erste Lampe. Und zwar Jan Sommer, oder? Jan Sommer 85er nimmt man mit als erste Lampe in diesem Video. Let's go. Walkout. Okay, das war direkt das nächste Pack, oder? England, Rechtsverteidiger. Trent Alexander-Arnold. Der hatte ja ewig lang, danke EA nochmal, eine Price Range von mindestens 85.000 Münzen. Wie viel kostet der Mann jetzt? 12.000, ja, 12, 13, 14.000, aber der hat auch bodenlose Werte. Also für einen Walkout hat der einfach, Digga, 76 Tempo, 80 Dribbling, 80 Verteidigen, weiß ich nicht. Oh, ein Inform direkt im nächsten Pack. Wir hatten jetzt Jan Sommer, Trent und ein Inform, Traoré, die alte Legende, aber kosten tut er halt leider nichts. Aber Abstoßpreis 10k, nimmt man mit. Wieder eine Lampe, das heißt, das ist das vierte Pack in Folge. Jordi Alba 85, das ist ja ein unfassbarer Lauf. Sommer, Trend, Inform, Alba. Wird das nächste Pack auch ein Banger? Ich glaub's nicht, aber wir probieren's. Wir gehen rein, fünfte Lampe in Folge. Nope. Deutschland, ZOM, Reus, 85, nehme ich. Back-to-back-Lampe, ja, nee. Ja, 85er Süle, okay, ich ziehe alle Dortmund-Spieler. Frankreich-Lampe, na, da gibt's Besseres. 85er Schick, wir ziehen gefühlt nur Bundesligaspieler. Also will ich jetzt hier gleich noch einen Sadio Mané Once to Watch. Naja, das ist ein Walkout. Frankreich. Coman, nehme ich. Let's go, 86er Coman, wieder ein Bundesligaspieler. Was passiert hier? Boah, Frankreich Walkout, hätte natürlich auch ein Nkunku sein können, ein Mbappé, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Coman kostet sogar ein bisschen was. Wir gehen rein, kostet 40.000 Münzen. Nein. Ja, let's go. Back to back. Ein gutes Pack. Diogo Jota, 85. Liverpool, Mittelstürmer, Portugal. Der kostet safe was. 60.000 bis 70.000. Was? Richtig gut. Ja, Digga, was passiert jetzt schon wieder? Walkout in Form, Frankreich, Stürmer, Giroud. Der gute alte Giroud, absolute Legende. Aber jetzt hatten wir wieder drei Packs in Folge, die übertrieben gut waren. Ich check es nicht, wirklich. Ich verstehe es nicht. Zakaria bei Chelsea bringt mal wieder um die 30.000 Münzen. Das will ich sehen. Schade nicht als Once to Watch, aber okay. Ja, mal wieder ein Inform. Den kannst du direkt abstoßen. Aber es sind mal wieder 10.000 Münzen. Es ist gerade bodenlos. Ja, das ist endlich mal wieder ein Walkout. Und zwar aus Deutschland, ZOM, Thomas Müller. Ey, ich glaube, ich habe jetzt gerade über 10.000 Points verzogen für den Walkout Müller. Aber besser als nix. Auch einmal mal ein Immobile skippen. Ja, okay. Ja, Inform Walkout aus Frankreich. Giroud, was willst du von mir? Back-to-back-Inform, aber kein Walkout. Deswegen auch mehr oder weniger egal, aber nehme ich mit. Frankreich, Linksverteidiger, Mondi, let's go. Endlich mal wieder eine richtig gute Karte. Der Mann kostet, bester Spieler im Pack-Opening, fast 90.000 Münzen, let's go. Oh, das ist ein Walkout, das ist der nächste Walkout. 86er Marest nehme ich. Oh, Rashford ist auch okay, bringt auch mal wieder ein paar Münzen, aber die Ausbeute ist wieder bodenlos. Gib mir jetzt meinen Once to Watch. Emre Can nehme ich auch, 20k, let's go. Ey, da ist jetzt ein Once to Watch drin. Stellt's euch vor. Ja, das ist ein Walkout. Portugal. Man zieht diesen Ruben Dias dieses Jahr. Ich habe den mindestens 10-mal dieses Jahr gezogen. Es ist der Wahnsinn. Auch mal so ein Trend mal wieder skippen. Läuft bei mir mit den Walkouts skippen. Okay, nach 20.000 FIFA-Points oder so mal Phil Foden gezogen. Also, ich sehe den Once to Watch hier nicht mehr kommen, Jungs. Jungs, wenn es jetzt nichts wird, weiß ich auch nicht. Die schnelle Brille bringt uns jetzt ganz schnell einen Once to Watch. Dafür sorge ich. Okay, direkt ein Inform-Walkout im ersten Pack. Orban. Da bin ich durch. Frankreich, Torwart. Hüter, Minje. Nehme ich mit. Auch noch nicht gezogen. Ja, okay. Hab ich gesagt. Ich habe den anscheinend doch schon. Brasil. Ja, 89er Ederson. Let's go. Und dahinter ist ein Once to Watch. Alter, 85er Kostic aber. Ja, endlich. Und das ist kein Walkout. Das ist...
Hoffentlich wird's nicht Adams Wants to Watch. Aber so ein Leeds-Trikot wäre schon sehr, sehr cool, oder? Ah, Jungs, ich liebe dieses Game. Es war doch es. Geil! Ich freue mich auf mein Adams-Trikot von Leeds. Wir kaufen das. Junge, Junge, okay. Wir kaufen uns das Trikot jetzt von Adams, dass ich bei meinem Leben ein Adams-Trikot haben werde. Lass mal's. Das Auswärtstrikot sieht aber echt eigentlich ganz cool aus. Aber ich glaube, wir holen uns einmal das klassische Heimtrikot. Und zwar natürlich mit Adams. Wo ist der gute Mann? Da ist er. Digga, 101 Euro für ein Adams-Trikot. Was mache ich hier? So, Jungs, ich habe mich jetzt doch für das Auswärtstrikot entschieden. Das ist nochmal ein bisschen cooler, finde ich, als ganz normales weißes Trikot. Und ja, das wird jetzt hier für 101 Flocken bestellt. Danke, Adams, dass du im Pack warst. Ehrlich, du bist der Beste. So, Jungs, Trikot ist bestellt. Order Confirmation. Ich werde es dann in einem der nächsten Videos anziehen. Ich weiß nicht, was ich mir hier bei dem Video gedacht habe, aber ich freue mich auf mein Leeds-Trikot. Ist doch eine super geile Nummer. Und natürlich zocken wir jetzt noch eine Runde mit dem guten Adams, mit all seinen Ex-Vereinen, New York, RB Leipzig und mit Leeds. Ein wirklich 10 von 10 Team. Was sehe ich hier? Rein ins Game. So, das ist das gegnerische Team. Manuel Neuer. Komische Abwehr. Mittelfeld stabil. Guter Angriff. Komisches Team aber insgesamt. Stark. Engungu. Schade. Schönes Ding. Leimer. Und da ist er wieder. War das ein Kunku oder war das... Ich weiß es nicht. Sinisterra? Sinisterra. Let's go. Let's go, Nkunku 2-0. Die schnelle Brille war's einfach. Ich habe fast 2 Stunden Packs gezogen. Zieh die schnelle Brille auf, zieh einen Wants to Watch und jetzt wird auch hier rasiert. Easy. Nkunku. Bitte? Boah, Nkunku spielt den Gegner hier schwindelig. Er drückt schon Pause. Nkunku 3-0. Aber er zockt weiter, alles klar. Komm. Timo Werner. Nkunku 4-0. Und da ist er weg, der Gegner. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es am Ende nur Adams war. Es war mal wieder klar. Checkt hier auch noch ein aktuelles Video ab. Abonniert meinen Kanal, falls euch meine Videos gefallen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.